Hallo, herzlich willkommen zur Produktronica 2021. Hier am Stand der EPP begrüße ich jetzt Michael Briander, Geschäftsführer von Christian Köhnen. Christian Köhnen, auch hier wieder auf der Messe. Lassen Sie uns kurz gleich mal über die Trends sprechen beim Schablonendruck. Adressieren Sie diese Trends, die es da zurzeit gibt? Ja, zunächst mal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Wir in der Christian-Köhnen-Gruppe beschäftigen uns ja mit dem Schablonendruck und dem Siebdruck. Wir machen beides. Wir stellen dafür die Präzisionswerkzeuge her, in der Regel Unikate, die in kürzester Lieferzeit geliefert werden müssen. Die Herausforderungen unserer Kunden liegen sehr häufig in der Bauteilbestückung. Und hier sind es Bauteile, die immer kleiner werden und gleichzeitig neben Bauteilen postiert werden müssen, die dann doch recht groß sind. Und dieser Mix ist die erste Herausforderung, aber die zunehmende Miniaturisierung die zweite. Beim Schablonendruck ist es halt extrem wichtig, dass Lotpaste komplett aus der Öffnung einer Schablone herausgelöst wird. Und da haben wir ganz bestimmte Techniken entwickelt, wie wir diese Schablone dafür gut vorbereiten können. Ja, ein ganz wichtiger Prozessschritt hierbei ist die Stufenschablone. Wir nennen sie deshalb auch Präzisionsschablone, weil die Dicke einer Schablone, sagen wir mal 120 μ, entscheidet dann auch über die Höhe des Pastendepots. Aber heute reicht eben nicht mehr ein Pastendepot oder eine Pastendepothöhe. Mittlerweile will man auf einer Leiterplatte ganz verschiedene Pastenhöhen erreichen. Mit einem Blech ist es aber nur schwer realisierbar. Drum fräsen wir an verschiedenen Stellen auf der Unterseite des Blechs Metall heraus, um dann ein dünneres Blech zur Verfügung zu stellen, respektive bei ganz kleinen Öffnungen auch niedrigere Depots. Das garantiert optimales Auslöseverhalten der Paste aus der Schablone. Das ist mittlerweile Stand der Technik und wir haben mit mehr als 6 Fräsen mittlerweile in europaweit das größte Fräscenter aufgebaut für Stufenschablonen. Das ist also etwas, in das wir nicht nur über Patente, aber eben auch über Maschinentechnologie uns weiterentwickeln. Wie unterscheidet sich denn Ihr Unternehmen vom Wettbewerb? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Ich denke, im Wesentlichen aus der gelungenen Kombination von Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit. Kompetenz, das Schablonen- und Siebgeschäft in der Familie Köhnen schon seit mehr als 53 Jahren etabliert, hat sich halt über die Jahre immer weiterentwickelt und unsere Mitarbeiter pflegen den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Also wenn wir heute Daten aufbereiten für unsere Kunden, dann ist es nicht so, dass wir einen Datenfall kriegen und fangen dann das Arbeiten an, sondern in der Regel designen wir gemeinsam mit unseren Kunden und optimieren das Design. Das Persönliche ist uns wichtig, aber gleichzeitig die schnelle Lieferung. Wir haben durchaus Kunden, die im 6-Stunden-Service bestellen, während andere uns durchaus 4 oder 5 Tage Zeit geben. Ja. Ich denke, ein Alleinstellungsmerkmal hat sich auch dadurch herausgearbeitet, dass wir eben in verschiedenen Industrien aktiv sind. Klassische SMD-Fertigung mit dem Bauteilbestücken ist das eine. Wir unterstützen aber auch die Halbleiterfertigung. Das sind Spezialschablonen, die dort gebraucht werden. Wir sind aber mit den 7 genauso im Sensortechnik oder bei der Solarzellenbedruckung dabei. Also wir haben ein ganz breit gefächertes Anwendungsgebiet, für das unsere Präzisionssiebe und Präzisionsschablonen gebraucht werden. Natürlich fordern uns unsere Kunden immer wieder heraus, das weiter zu optimieren. Okay. Die Corona-Krise treibt uns nach wie vor um. Wie hat Ihr Unternehmen darauf reagiert und welche Lehren ziehen Sie daraus für sich? Na, ich würde sagen, generell ist es wichtig, dass man ein gutes Krisenmanagement hat. Das sollte jede Firma haben. Wir hatten eins und deswegen sind wir sehr schnell aktiv geworden. Also gleich in der ersten Woche haben wir Homeoffice umgesetzt, haben die Schichten voneinander getrennt etc. Haben uns aber auch mit Spezialisten unterhalten aus der Medizintechnik, die uns beraten konnten. Wir haben also ein Webinar gemacht für unsere Mitarbeiter, um das Thema Corona überhaupt mal zu verstehen und damit umgehen zu lernen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man dann schnell reagiert, wenn eine Krise entsteht. Aber natürlich braucht es auch ein Verständnis bei den Mitarbeitern. Also unheimlich viel Kommunikation, gute Kommunikation, klare Kommunikation. Das sind sicherlich Themen, die wir auch als Führungskräfte natürlich dann beherrschen müssen, um das auch vernünftig umzusetzen. Wir haben viel gelernt. Also heute sind wir viel digitaler unterwegs. In unserer täglichen Stand-up-Meetings, die wir über Teams halten, aber auch unserem Prozessplanungssystem, was wir weiter ausgebaut haben. Heute sehen wir, wo sich jeder einzelne Auftrag, wenn wir in der Regel bis zu 150, 200 Aufträgen am Tag, die wir fertigen und die unser Haus verlassen, wo denn diese einzelnen
Schablonen oder halbfertigen Produkte sind. Und die Suche im Haus ist heute nicht mehr da. Heute können wir sehr schnell herausfinden, wo denn das Einzelne ist. Wenn also Rückfragen da sind, können wir sehr schnell reagieren. Aber wir haben eine Menge gelernt in der Corona-Zeit. Digitalisierung, wir waren überrascht, wie schnell sich Dinge dann doch entwickeln können, wenn wir müssen. Lernerfahrung, ansonsten schauen wir nach vorne. Wir hoffen natürlich alle, dass wir gesund bleiben. Das ist uns extrem wichtig, das oberste Gut, die Gesundheit. Und das ist auch, was wir weiterhin fördern. Die Hygienemaßnahmen natürlich weiterhin aufrechthalten. Und jetzt gerade, wo es wieder akut ist, sind wir sehr schnell dabei gewesen. Wir testen schon seit eh und je, wir geben die Masken aus. In unseren Unternehmen ist das alles schon etabliert, was jetzt gerade von den Regierungen vorgegeben wird. Wir sind eigentlich ganz froh auch, dass uns die Mitarbeiter so tatkräftig unterstützen. Das Engagement war unbeschreiblich gut. Wir haben sogar in dieser Corona-Zeit in weitere Maschinen investiert. Wir haben eine neue Halle gerade eröffnet neben unserem Fertigungsgebäude. Wir haben also jetzt mehr Quadratmeter, nochmal 300 Quadratmeter dazugenommen. Also für uns als Firma hat sich in der Corona-Zeit, den Schock haben wir relativ schnell überwunden, aber dann in 2021 auch gleich die Zeit genutzt, um weiter zu vergrößern und für unsere Kunden noch einen besseren Service zu offerieren. Okay, also gut aufgestellt für die Zukunft. Herr Briander, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche eine schöne Messe. Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön. Danke.